Istanbuler Gerichtshof vor 11 Tagen. Chefredakteur Can Dündar und sein Kollege Erdem Gül sind angeklagt wegen Spionage, weil sie über staatliche Waffenlieferungen an die Islamisten berichtet haben. Wir sind heute hier, um den Journalismus und das Recht der Menschen auf Information zu verteidigen. Wir sind hier, um die Wahrheit zu verteidigen, wenn der Staat lügt. Wir sind hier, um zu sagen, dass eine Regierung sich in keine illegalen Geschäfte verwickeln darf. Kurz darauf entscheidet der Richter Inhaftierung. Dies sind die letzten Bilder von Can Dündar. Seitdem befinden sich die Journalisten in U-Haft. Was ist der Grund? Schon im Januar 2014 wurden 3 Lkw nahe der syrisch-türkischen Grenze angehalten, beladen angeblich mit Babynahrung für Kriegsopfer. Wie zynisch. Denn bei der Durchsuchung entdeckten Sicherheitskräfte hochwertiges Kriegsmaterial für Islamisten. Hunderte von Raketen und Granaten. Hatte jemand den Kontrolleuren einen Tipp gegeben? Die Begleiter der Fracht, die festgenommen wurden, waren nicht irgendwelche Leute, sondern türkische Geheimdienstler. Präsident Erdogan wollte die Macht nicht teilen. Er hat sich Feinde gemacht, indem er alte Weggefährten abserviert. Die haben das Filmmaterial vom Waffentransport allen Medien zugespielt und wollten so einen Gegenangriff auf Erdogan starten. Aus den einstigen engen Freunden waren plötzlich bittere Feinde geworden. Aber nur die Tageszeitung Cumhuriyet war so mutig, dieser Story nachzugehen, ihren Wahrheitsgehalt zu überprüfen und sie zu veröffentlichen. Alle anderen Medien bekamen es mit der Angst zu tun. Damals machte Can Dündar die Story mit den Lkw zur Chefsache. Tagelang berichtete er über den Inhalt der Ladung und brachte viele Details ans Tageslicht. Inzwischen sitzen nicht nur er, sondern auch jene Sicherheitskräfte und Staatsanwälte in Haft, die die Kontrolle der Lkw angeordnet und durchgeführt hatten. Wegen Spionage. Erdogan höchstpersönlich tritt als Kläger auf und drohte in einer Live-Sendung des staatlichen Senders TRT. Dieser Journalist, der die Story mit den Lkw veröffentlicht hat, wird dafür schwer büßen. Ich lasse ihn damit nicht davonkommen. Seit der Inhaftierung von Can Dündar solidarisieren sich immer mehr Menschen mit der Tageszeitung Cumhuriyet und fordern die Freilassung der Journalisten. Es ist ein Skandal, dass der Präsident des Landes hier als Mitkläger auftritt. Es gibt einen Gesetzesartikel, der das verbietet. Er besagt, dass niemand der Justiz Anweisungen, nicht einmal Ratschläge erteilen darf. Der Präsident hat aber gesagt, Dündar wird zur Rechenschaft gezogen. Somit hat er den Richtern und Staatsanwälten schon die Richtung vorgegeben. Das ist ein weiteres Zeichen dafür, dass das Land leider ganz schlimmen Zeiten entgegengeht. Auf der Rangliste der Pressefreiheit liegt die Türkei momentan auf Platz 149 hinter Malaysia und Mexiko. Unglaublich. Gegen viele Journalisten erstattet Präsident Erdogan persönlich Anzeige. Weil ich als parlamentarischer Beobachter an den Verhandlungen gegen die Journalisten teilnehme, habe ich kaum noch Zeit zum Schlafen. Auch heute, bevor ich wegen dieses Interviews zu Ihnen kam, war ich als Beobachter in der Verhandlung gegen die Tageszeitung Birgün im 2. Stock des Gerichts. Im 3. wurde gleichzeitig gegen die Journalistin Gülseven wegen Beleidigung des Präsidenten verhandelt, im 4. Stock gegen den Journalisten Bagdad, auch wegen Beleidigung, und im 5. gegen den Schriftsteller Mustafa Hoş, ebenfalls angezeigt von Erdogan. Nicht nur wegen Zeitungsberichten, sondern auch wegen harmloser Scherze stehen Menschen wegen Beleidigung des Präsidenten vor Gericht, wie bei diesem Vergleich von Erdogan mit Gollum. In der Türkei wird es immer schwieriger, als Journalist zu arbeiten, ohne verhaftet zu werden. Die Menschen, die mit den Stimmen des Volkes an die Macht gekommen sind, entscheiden, welche Wahrheiten das Volk zu erfahren hat. Über waffenbeladene Lkw, über die Selbstmordattentate in Suruç, Ankara und Rehanle verhängte der Staat Nachrichtensperre. Über alle Ereignisse, die das Land erschüttert haben, gab es eine Zensur.
Wenn Sie auf der Straße die Menschen fragen, wer diese Terrorakte verübt hat, wird Ihnen ein Durchschnittsbürger keine Antwort geben können. Denn auch viele Journalisten wissen nicht, wer die Täter sind. Internationale Menschenrechtler beobachten die Abschaffung der Pressefreiheit in der Türkei mit großer Sorge. Journalistenverbände fordern die sofortige Freilassung von Dündar und weiteren Journalisten, die alle wegen Spionage, Terrorverdacht und Beleidigung des Präsidenten einsetzen. Wenn die türkische Regierung Journalisten inhaftiert, die über staatliche Waffenlieferungen an islamistische Gruppen in Nordsyrien berichten, dann bedeutet es, dass der Staat hier etwas zu verstecken hat. Es ist schrecklich für die Tageszeitung Cumhuriyet, die von allen Seiten attackiert wird. Cumhuriyet ist nicht irgendeine Zeitung. Sie ist eine Institution in der türkischen Presselandschaft. Auch diese Bilder sind in türkischen Medien nicht zu sehen. Auf der syrischen Seite IS-Kämpfer in angeregter Unterhaltung mit türkischen Soldaten am Grenzübergang. Wenige hundert Meter weiter passieren Jugendliche von der türkischen Seite aus ungestört die Grenze Richtung Syrien. Auf den Pässen vieler gefangen genommener Islamisten sieht man, die meisten von ihnen haben den Weg nach Syrien über türkische Flughäfen genommen. Der Abgeordnete von der Oppositionspartei CHP, Eren Erdem, hat mehrere Dossiers über den sogenannten Islamischen Staat und dessen Beziehung zur Türkei erarbeitet. Seine Entdeckungen sind alarmierend. Ich habe sowohl das Begründungsschreiben des Staatsanwalts als auch die Abhörprotokolle eines Selbstmordattentäters veröffentlicht. Darin verabschiedete sich der Täter von seinem Bruder mit den Worten: Lebe wohl, Bruder, wir werden uns nie wiedersehen. Eindeutiger geht es nicht. Ein Journalist muss ins Gefängnis, weil er seine Arbeit macht. Aber einen Islamisten, der auf Abhörprotokollen sogar ein Selbstmordattentat auf einer Friedensdemo der Opposition ankündigt, den lässt man machen. Dann sagt unser Ministerpräsident, solange er sich nicht in die Luft gesprengt hätte, sei er ja unschuldig gewesen. Hier sehen wir, dass der Staat gegenüber dem IS sehr tolerant ist, ihn sogar beschützt. Das behauptet auch das russische Verteidigungsministerium und veröffentlichte vermeintliche Routen für den Erdöltransport aus dem IS-Gebiet in die Türkei. Die türkischen Führer, vor allem Herr Erdogan, werden nicht zurücktreten, nichts zugeben, selbst wenn ihre Gesichter mit gestohlenem Öl beschmiert werden. Das russische Fernsehen zeigte vor wenigen Tagen Satellitenaufnahmen, auf denen angeblich zu sehen ist, wie das syrische Erdöl mit Tanklastern in die Türkei gelangt. Die Türkei vermarktet das Erdöl, das sie vom sogenannten Islamischen Staat bekommt. Wie macht sie es? Sie kauft das billige Erdöl dem IS ab und verkauft es an Länder wie Israel. Es dreht sich dabei um große Einnahmen. Auch im Binnenmarkt wird dieses Erdöl abgesetzt. Wir haben Belege über diese Geschäfte. Und in den kommenden Tagen werde ich sie veröffentlichen. Das doppelte Spiel der Türkei in Sachen IS, Pressefreiheit, Menschenrechte. Offenbar alles kein Thema mehr für die EU, wenn es um Eigeninteressen geht. Denn gerade brauchen wir die Türkei, um die unliebsamen Flüchtlinge gar nicht erst an unsere Grenzen zu lassen. Das ist beschämend und verlogen.